Ich glaube, das kann man auch gar nicht ausblenden. Also das sieht man hier, aber das ist irgendwie nicht so, ne? Das ist jetzt schade. Doch, jetzt sieht man es. Ah, oh, das kommt aber sehr spät. Nee, das ist scheiße. Dann machen wir einfach mal das hier. Genau, dann müssen nämlich hier die Gleise gerade verlaufen. Einigermaßen zumindest. Beziehungsweise hier machen wir wirklich mal wieder einen 90 Grad Winkel rein. Der dann irgendwie so kommt. Muss ich jetzt nur mal schauen. Ja, das Gleis ist hier fast... Beziehungsweise, nee, das passt schon so. Das soll jetzt nämlich hier relativ nah am... am Wasser sein. Sagt einfach mal ein Bild voraus. So, hier mal überall die 30. Ne, nicht 33. Das kann jetzt sein. Egal. Und machen wir auf 100. 100.000. 1 Milliarde. So. Das soll aber jetzt hier nicht die Höhe verändern eigentlich. Das ist blöd. 0,30. Soll er hier so behalten. Und schauen wir mal, wie das macht. Das ist halt hier jetzt wegen den Felsen unterschieden. Aber normal sollte es schon passen. So, und jetzt machen wir hier ja, einfach rechts ein Gleis daneben. Dann lassen wir mal hier dann, machen wir einen Bahnsteig rein. Erstmal schauen, ob die Gleise jetzt hier passen. Ja, das passt. Dann müssen wir halt hier den Strand auch mal ein bisschen verkleinern. Irgendwie, das müssen wir da mal schauen. Jetzt schauen wir mal. Kommt dann hier praktisch ein Bahnsteig hin. Der wird auch schon relativ modern. Was nehme ich denn da? Ich glaube, ich nehme da mal den hier. Mit Abflussrinne, ganz wichtig am Meer. So, da habe ich mal wieder nicht mitgedacht. Da brauchen wir jetzt nicht Gleisstil behalten. Genau, den hier. Und den verlängern wir mal ein bisschen. Und dann kommt jetzt hier wieder ein normales Gleis. So, das kommt dann hier nach rechts. Ja, so ungefähr. Dann machen wir nochmal ein Gleis. Und dann wird es jetzt hier noch einen Bahnsteig 1 geben. Das kann ja dann auch ein anderer Bahnsteig sein. Es muss ja nicht immer alles gleich sein. Das sag gerade ich, der immer alles gleich macht. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal den hier und da müssen wir halt dann wieder die andere Hälfte verdecken. Das können wir ja. Das kennen wir ja. So, genau. Obwohl wir jetzt hier eigentlich auch den Bahnsteig nehmen könnten. Theoretisch. Naja, das ist jetzt eigentlich egal. Lassen wir jetzt einfach mal so. So, dann machen wir nämlich jetzt hier mal die Gleisverbindung. Und zwar hier natürlich mit dem Gleis. Und da verbinden wir jetzt mal die zwei hier. Und die zwei. So, das ist jetzt hier alles ziemlich eng. Ja gut, das ist schon sehr eng jetzt hier. Das ist schon brutal eng. Aber ja, muss leider so sein. Wir sind da mehr, wir haben da keinen Platz. Ja, ne, wenn man sich da mal Lindau anschaut, wird ja momentan jetzt umgebaut, aber wenn man sich so ursprünglich den Lindauer Inselhauptbahnhof anschaut, der ist auch total eng gemacht. Und naja, hier brauchen wir jetzt nochmal ein bisschen engere Kurve. Ob das da noch gut ausschaut, ist. Ja, gut, ne, das ist jetzt wirklich schon. Okay, na. Das gefällt mir jetzt nicht mehr. Also das ist schon wirklich sehr eng und das ist schon fast unrealistisch eng. Da muss es leider noch mal irgendwie weg. Nee, das machen wir jetzt einfach ein bisschen anders. Da nehmen wir jetzt einfach hier mal den Teil weg noch mal. So, und wir verschieben das Ganze jetzt noch eins nach hinten.
Kann sein, dass wir dann hier in die Kurve rein müssen oder so. Das schauen wir dann. So, hier machen wir jetzt einmal Gleisstil behalten an. So, und dann machen wir das einfach mal weg hier, weil sonst wird es viel zu eng. So, und jetzt haben wir wieder Gleis. So, und das geht jetzt hier nach hier rein. Ja, das glaube ich geht schon besser. Und dann in die Richtung. Und jetzt machen wir hier mal eine Weiche noch rein. Was ist das für eine bekloppte Musik hier? Die gefällt mir gerade gar nicht. Ich scroll jetzt einmal mal um ein paar Meter runter, weil wir hatten ja hier auch schon einige Lieder, dass ich die nicht immer wiederholen. Ja, was sind jetzt das für eine murksige Weiche hier? Die ist ja voll für den Arsch. Aber total. Total in die Hose, diese Weiche. Dann baue ich mal halt selbst eine. Auch kein Problem. Wer schneidet das jetzt so komisch hier? Ja, es sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus, diese Weiche. Muss schon relativ eng sein. Dieses Lied hier jetzt, das kenne ich irgendwie, aber in einer anderen Version. Gut, so eine Weiche habe ich eigentlich in echt noch nie gesehen, wie die jetzt ist. Aber ja, soll es geben. Also lassen wir das mal. Und auf der anderen Seite haben wir die ein bisschen weiter vorne. Ja, ich möchte die Anlage an sich auch sehr detailliert machen. Das heißt, wir werden uns hier an einigen Punkten oder an bestimmten Stellen relativ viel Zeit lassen. Wo und wie genau, weiß ich noch nicht, aber ich will sie nur mal gesagt haben. Achso, jetzt haben wir das hier ausgewählt, darum. Genau. So, dann kümmere ich mich mal wieder um den Schotter hier ein bisschen. Beziehungsweise, nee, wir machen erstmal hier die Gleisanlage fertig. So, und dann geht es hier praktisch jetzt wieder links weg. Kann sein, dass jetzt hier was mit den Höhen nicht stimmt so ganz. Ja gut, das müssen wir da mal schauen. Ich mache jetzt hier einfach mal schon eine leichte Kurve rein. Und zwar minus 5 machen wir jetzt hier einfach mal schon. Bei allen... Ich weiß nicht, behält ihr die minus 5 jetzt auch? Ja. Sehr gut. Könnte ja sein, dass es sich da irgendwie jetzt angepasst hat, aber hat er nicht gemacht. Dann passt es. So, dann noch den letzten Bahnsteig hier. Genau, dann geht es hier ein bisschen in die Kurve und dann hören die Gleise auch alle wieder auf zu existieren. Okay, hören nicht auf zu existieren, aber die Hauptgleise gehen dann hier wieder weg. So, und das sind also diese zwei hier dann, die zwei Mittern jetzt. Dann nehmen wir uns jetzt einfach ein Vorbild sozusagen. So, und das ziehen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen weg, weil hier kommt ja dann noch der Anschluss für den Güterbahnhof irgendwie mit hin. Für den, glaube ich, wird es dann auch ein paar mehr Zufahrtstellen geben, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, wie das wird. Das werden wir dann kommen sehen. So, dann einmal hier verbinden. Und jetzt brauchen wir noch zwei Weichen. Die bauen wir einfach hier mit ein. Einmal und zweimal. So, die soll nicht gleich werden, darum machen wir es einmal so. Und einmal so.
Zack, zack. Und zack, zack. So, und jetzt können wir uns wieder um den Schotter kümmern. Hier passen jetzt die Höhen irgendwie so gar nicht mehr. Das ist jetzt hier alles ein bisschen blöd. Da schauen wir jetzt einfach mal, dass wir hier das Ganze noch ein bisschen auf 30 wieder anpassen. So, den hier auch. Komisches Lied. So, und dann schauen wir einfach mal, was wir hier noch wieder auf alles auf 30 bringen können. Ja, das wird hier ein bisschen schwierig werden mit den Weichen. Ah, das ist ein bisschen blöd hier. Muss ich leider noch mal ein bisschen was mit rausnehmen hier. Also die Höhen schaue ich dann, dass die passen, aber jetzt bis hier. Hier haben wir 30 und hier machen wir das nochmal weg. So, lala. Genau, und auf welchen Höhen haben wir die hier? Die mache ich jetzt mal so, dass die hier alle auf 30 enden. Sind halt dann leichte Unterschiede, aber ja, das ist halt dann hier einfach nicht vermeidbar gewesen, sage ich mal. Ist einfach so. So, man merkt es jetzt hier auch nicht so wirklich. Ja gut, hier so ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Sind ja hier mehr, da darf man das, haha. Alles lauter ausreden. So, jetzt schauen wir. Also machen wir das hier wieder. Und das hier. Mir fällt gerade ein, ich sollte mal irgendwann speichern, nicht dass mir EP abstirbt und ich dann durchdrehe. Das wäre wirklich nicht gut. Beziehungsweise hoffe ich auch, dass die ganze Aufnahme so läuft, wie sie soll und nicht irgendwie der Ton nicht passt oder so. So, gehen wir jetzt mal Anlage speichern unter, speichern. Nicht von der Musik jetzt erschrecken lassen. Dann machen wir jetzt einen Ordner. Mehr Anlage 1.0. So, diese schreckliche Musik hier von EP, die ich mal wieder rauslöschen könnte. Habe ich nämlich hier am neuen PC noch nicht gemacht, aber ist egal. Okay, das mit den unterschiedlichen Bahnsteigen schaut hier wirklich sehr komisch aus. Aber ist momentan noch egal. Schauen wir dann einfach, ob wir das lassen oder nicht. So, und jetzt brauchen wir hier wieder Schotter. Da brauchen wir Skalierung wieder auf 100. Und da schauen wir jetzt, wie wir das machen. Ziehen wir den einfach hier so ein bisschen entlang und dann so. So, und dann muss halt hier der Sand noch weichen. Mein Gott. Ist einfach so. Sieht wirklich sehr komisch aus hier. Kommt also hier wieder raus hin. Und dann hier irgendwie wieder Felsen oder sowas. Auf jeden Fall kein Sand, weil das passt so gar nicht zusammen. Ja, muss ich da mal schauen. Vielleicht ist dann hier auch noch schon wieder Gras in dem Bereich irgendwie so, dass dann hier langsam der Sand beginnt. So. Naja, schauen wir da mal. Da muss man dann noch mal ein bisschen mit den Texturen spielen auf Dauer. Gut, dann hätten wir das mal so weit. Und dann haben wir hier schon mal einen Bahnhof. So, und das ist ja jetzt eigentlich nur der normale Bahnhof. Irgendwo dann da vorne oder hier irgendwo dann kommt der Güterbahnhof hin. Ein Teil davon soll natürlich auch noch für Gäste da sein vom Strand, ist ja ganz klar. So, und jetzt machen wir hier wieder zufällig skaliert, das Ganze ein bisschen kleiner und dann hier die Felsen wieder ein bisschen anpassen. Ja, hier ein bisschen zu weit. Immer noch, vielleicht nur hier. So. Und jetzt brauche ich wieder das iPad hier mal wieder anmachen. Das hat sich schon wieder ausgeschaltet hier. So. Also haben wir jetzt hier praktisch das Meer, wie hier auf meinem Bild. Genau. Und
dann ist hier so ein Zaun, den werden wir hier auch machen, dass da auch keiner reinfällt. Da nehmen wir jetzt Blinds und dann Zaun. Dann nehmen wir hier einfach den Gitterzaun, der schon ein bisschen älter ist, aber das ist nicht schlimm.